Hallo meine Lieben, ein Video des Militärs zeigt klare Aufnahmen von Pyramiden in der Antarktis. Die Aufnahmen sollen von einer geheimen militärischen Operation stammen. Ist dies der Beweis für uralte Bauwerke auf dem antarktischen Kontinent, errichtet von einer längst vergangenen Zivilisation? Was Experten zu Pyramiden am kältesten Ort dieser Welt sagen, das gesamte beeindruckende Video und vieles mehr seht ihr wie immer nach dem Intro. Pyramiden in der Antarktis. Geleaktes Videomaterial. So der Titel des Videos, das wirklich Erstaunliches zeigt. Doch bevor ich euch heute länger auf die Folter spanne, sehen wir uns zunächst einmal das rund 40-sekündige Video in voller Länge an. Ein Militärflugzeug über einem unbekannten Gebiet in der Antarktis. Die Kamera fängt zwei riesige, schneebedeckte Pyramiden ein. Fallschirmjäger, die sich zum Absprung bereit machen. Sie landen schließlich auf dem harten Boden der eisigen Wüste. Ein weiterer Blick offenbart uns, dass nicht nur zwei, sondern drei Pyramiden vor Ort zu sein scheinen. Darüber das Flugzeug, aus dem die Soldaten noch kurz zuvor gesprungen sind. Die nächste Szene zeigt, wie die militärische Einheit in Reih und Glied auf die riesigen Bauwerke zumarschiert. Ein Blick aus einem Kampfhubschrauber zeigt, wie die Pyramiden fast das gesamte Sichtfeld der Piloten einnehmen. Das Video stamme vom kanadischen Militär. Die Pyramiden seien im Jahr 2012 entdeckt worden. Die Mission sei 5 Jahre später durchgeführt worden, im Jahr 2017. Zeigen diese Aufnahmen eine geheime Mission zur Antarktis? Die Erforschung uralter Pyramiden auf dem eisigen Kontinent? Es ist bei weitem nicht die erste Meldung über Pyramiden mitten in der eisigen Landschaft der Antarktis. Eine lange Zeit schon spekuliert der Mensch über die Existenz alter, vielleicht von Menschenhand geschaffener Strukturen in abgelegenen und unzugänglichen Gebieten. Und nur wenige Orte passen so gut in dieses Profil wie die Antarktis. Die Entdeckung einer Reihe von pyramidenartigen Strukturen auf dem eisigen Kontinent beschäftigt auch die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten. Zahlreiche Theorien gehen davon aus, dass die geheimnisvollen Bergformationen schon vor Millionen von Jahren erbaut wurden, möglicherweise von einer uns fremden Zivilisation, viel weiter fortgeschritten als die unsere. Vor allem der Fund dreier pyramidenförmiger Strukturen erregt immer wieder das Interesse. Die bekannteste ist diese hier. Und sie ist groß, sehr groß, besser gesagt riesig. Während die große Pyramide von Gizeh eine durchschnittliche Basislänge von 230 Metern hat, beträgt die Seitenlänge der Antarktis-Pyramide rund 400 Meter. Es lassen sich sogar ähnliche Winkelverhältnisse wie bei der Gizeh-Pyramide vermuten. Der Ufologe und Autor David Childress geht gar so weit, dass möglicherweise eine außerirdische Zivilisation diese Bauwerke in der Vergangenheit auf die Erde brachte. Wenn diese gigantische Pyramide in der Antarktis eine künstliche Struktur ist, wäre sie wahrscheinlich die älteste Pyramide auf dem Planeten. Tatsächlich könnte es eine Art Hauptpyramide oder Ursprungspyramide sein, da sich alle anderen Pyramiden auf der Erde an sie orientierten. Der hochrangige russische Militär Eugen Kavrikov hält die antarktischen Pyramiden für die Hinterlassenschaft einer vergangenen Zivilisation. Er sagt, dass es sich hierbei um antike Stätten handeln könnte. Der Bericht eines internationalen Forscherteams solle dies bestätigen. Die Spuren einer uralten Kultur könnten noch im Eis vergraben sein, da nur die Spitzen des Bauwerks aus dem Eis herausragen.
Die Pyramiden könnten also noch viel größer sein, als wir auf den Bildern sehen. Diese Theorie klingt nicht abwegig. Schließlich weist der antarktische Eisschild an seiner mächtigsten Stelle eine Dicke von 4.897 Metern auf. Damit umfasst dieser ein solches Volumen, dass er bei vollständigem Abschmelzen den Meeresspiegel um 58 Metern ansteigen lassen würde. Zudem besteht die Antarktis zu 98% aus Eis. Was sich also noch unter dieser riesigen Masse befinden könnte, kann derzeit niemand einschätzen. Aber es gibt auch die anderen Stimmen zu den antarktischen Pyramiden. Gegen die Existenz echter Pyramiden führen sie vor allem die unregelmäßig umrissenen Ecken und Kanten an. Diese deuten eher auf einen natürlichen Ursprung hin. Der Geologe Mitch Darcy vom Deutschen Forschungszentrum für Geowissenschaften sagt: Die pyramidenförmigen Strukturen befinden sich im Ellsworth-Gebirge, das mehr als 400 Kilometer lang ist. Es ist daher keine Überraschung, dass es dort felsige Gipfel gibt, die das Eis durchbrechen. Die Gipfel sind eindeutig aus Gestein zusammengesetzt. Die pyramidale Form sei in der Natur nichts Besonderes. In der Glaziologie bezeichne man diese als Nunatak, eine Spitze eines Felsens, die über einem Gletscher hinausragt. Doch was ist mit diesen eindeutig als Pyramiden zu erkennenden Bauwerken auf dem Militärvideo? Als ich das erste Mal das Video sah, war ich fasziniert. Es war mir bis dato nicht bekannt und es hat mich sofort begeistert, gleichwohl mit dem Gedanken, dass es sich ebenso um einen gut gemachten Fake handeln könnte. Bei meinen Recherchen stieß ich dann auf dieses Video hier. Es ist etwas besser aufgelöst, länger als das zuvor und zeigt mehr Details. Doch der erhoffte, klare Blick auf die Pyramiden blieb aus. Auch stammt es den Videoinformationen nach nicht vom kanadischen Militär, sondern vom amerikanischen. Genauer gesagt von der 4. Brigade der US Army Paratroopers. Auch handelt es sich nicht um die Antarktis. Das Video zeigt den US-Bundesstaat Alaska. Dass das Video eine Fälschung ist, haben wir bestimmt alle befürchtet. Aber nur weil diese Aufnahme nichts Reales zeigt, heißt es nicht, dass sich nicht doch noch etwas Außergewöhnliches auf dem eisigen Kontinent befindet, das sich lohnt zu erforschen. Meint ihr nicht? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.